Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind wieder hier bei Sky und ihrer Familie. Und look at my girl. Sie ist so pretty. Ich lasse schon mal nebenbei laufen. Möchte euch aber noch ein paar Sachen erzählen, weil A, möchte ich ein paar Videos vorproduzieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im nächsten Video auf irgendeine Kritik oder sowas nicht antworten sollte, dann wundert euch nicht. Und ich muss mein Handy auf laut haben, weil ich auf eine Nachricht von jemandem warte. Und ja, sollte man das ab und zu hören, dann tut es mir leid. Das wird in den folgenden Videos wahrscheinlich auch der Fall sein. Wir sind hier stehen geblieben, als Carla ihren Sonnenbrand bekommen hat. Oh mein Gott, die beiden knutschen. Yes! We are back. Die beiden sind wieder absolut in love. Das ist sehr, sehr schön. Ja, aber wir müssen uns tatsächlich bald schon von Carla verabschieden, ne? Also ich meine, so lange dauert es schon gar nicht mehr. Kurze Lebensdauer und so ist halt krass. Und ich habe noch etwas. Ich habe jetzt nämlich den Life Strategies Mod installiert. Und ich möchte... Moment, ich muss heute den eigenen Sim klicken, glaube ich, ne? Ich möchte nämlich zeigen, wie ich das eingestellt habe. Weil... ich möchte halt nicht alles haben. Ich habe nämlich... diesen Speed habe ich auf Very Slow gestellt. Also wie oft das halt auftritt, weil, ja, ich möchte halt nicht, dass es da überhand nimmt, weil ich meine, das ist halt immer noch, soll ja immer noch Spaß machen, aber ich finde es halt trotzdem realistisch, wenn halt mal irgendwas auftreten sollte. Ich habe aber halt alles ausgemacht, also hier bewaffnete Räuber, Autounfälle, Kidnapping, Serienmörder habe ich ausgestellt. Ich habe angelassen, dass man gemobbt werden kann. Und ich habe angelassen, dass man halt eine fatale Krankheit bekommen kann. Weil das finde ich sehr realistisch und passt trotzdem halt irgendwie in die Storyline rein. Weil so Sachen wie das hier, das finde ich halt dann doch ein bisschen zu extrem. Und ja, mal schauen, ob wir das überhaupt jemals sehen. Wenn ich aufs Very Slow gestellt habe, sollte es jetzt ja eigentlich nicht so häufig vorkommen. Ich wollte euch trotzdem darüber informieren, dass es halt auftreten kann. Ja. Carla schlägt erstmal den Bär. Was ist ihre Mission? Warum ist sie so wütend? Was wünscht sie sich eigentlich? Eine Bienenkiste kaufen? Nee, das machen wir nicht. Aber, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir müssen rollen. So, und da sind wir auch schon. Und wir generieren, und das ist die 67. Und die 67 ist... akzeptiere die nächste Einladung. Das heißt, jemand ruft an und sagt, hey, lass uns da und dahin gehen, dann müssen wir das annehmen. Gut. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also ich meine, so der eine oder andere sollte ja schon irgendwas uns einladen oder so. Also, I don't know. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt mit denen hier gerade tun sollen, bin ich ehrlich. Also irgendwie, ich würde sie halt gern Sport machen lassen, aber es ist halt noch hell. Und mir ist aufgefallen, dass dieses halt so ein Weihnachtsdings-Design. Das wollte ich noch ändern, weil tatsächlich haben wir kein Weihnachten mehr. Dann können wir, wenn dann diese Space-Dings hier machen. Das passt ja auch irgendwie. Sie macht ein Nickerchen. Viel Spaß dabei. Warum schläft sie eigentlich? Es ist so mitten am Tag. Kann sie schon selber auf Klo gehen? Ja. Okay. Sie ist traurig, weil ihr Haus kaputt ist. Deswegen kann Carla sich darum kümmern. Das ist eine Lüge. Sky kann sich darum kümmern. Und danach kann sie Moon etwas zu essen geben. Weil die Maus hat nämlich voll Hunger eigentlich. Oh, sie ist so süß. Wann hat sie Geburtstag? Am Donnerstag, okay. Also das werden wir in diesem Part nicht erreichen. Trotzdem ist es ja wichtig, das irgendwie im Auge zu behalten, ne? Weil ich meine, sie ist dann ja auch unsere nächste Generation und so. Da muss man schon ein bisschen drauf achten. Bei ihr ist so krass, was für Muckis die hat, ne? Ich glaube, die ist noch nicht mal auf dem vollsten Level mit Fitnessfähigkeit und sowas. Ich glaube, die kann sogar noch mehr Muckis haben, aber ist schon krass. Schon eine attraktive Frau. Was ist mit ihr? Zuschauen. Okay. So, jetzt kannst du bitte dein Kind hier hinsetzen. Guten Hunger. Nom, 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 nom. Erziehungslevel 3. Woo. Ich würde sie auf jeden Fall schon ein bisschen fördern, dass wir zumindest Level 3 auf allen Fähigkeiten haben, dass sie dieses eine Merkmal da bekommen, Zusatzmerkmal, so diese glückliche Kindheit oder sowas, ist ja eigentlich süß. Deswegen kümmern wir uns da auf jeden Fall drum. Ich meine, so schwer ist es ja auch nicht zu erreichen. In meiner privaten Legacy-Challenge schaffe ich es eigentlich, alle auf Level 5 zu kriegen. Hier weiß ich nicht, ob wir das schaffen auf Level 5. Aber Level 3 sollten wir auf jeden Fall mit allen Fähigkeiten schaffen. Die beiden quatschen hier, das ist sehr süß. Not gonna lie.
Ah, vor allem, sie ist halt einfach immer noch junge Erwachsene so. Und sie ist halt dann schon Seniorin, ne? Ich meine, wer sich in einen Vampir verliebt, den ist das, glaube ich, auch egal. Und ich glaube, Vampiren ist das auch egal, wie alt die sind. Also ich meine, sie wird sich ja auch darauf einstellen, dass Carla sie jetzt bald verlassen muss. Aber wie das dann alles wird in der Family hier, ne? Auf jeden Fall interagieren die jetzt schon automatisch wieder sehr romantisch miteinander. Das finde ich sehr, sehr toll. Die knutschen sich die ganze Zeit hier ab. Richtig süß. Nein, du zertrümmerst bitte nicht das Puppenhaus von deiner Tochter. Da kann sie auch nichts für. Wieso sind die beiden eigentlich so krass geil? Was mit euch? Es ist schon wieder dunkel, das ist sehr schön. Dann kann sie auf jeden Fall ein paar Runden schwimmen. Weil, auch wenn es uns jetzt nicht so viel bringt, aber trotzdem würde ich gern befördert werden. Weil ich meine, wir wollen hier natürlich auch ein paar mehr Medaillen hinklatschen. Also wäre ja schon fancy hier, not gonna lie. Jetzt ist es ja eh dunkel, dann kann sie ja zumindest nicht verrecken. So, und sie geht jetzt auf jeden Fall schlafen, weil ich meine, 22 Uhr ist auf jeden Fall eine gute Schlafenszeit. Kinder sollten normalerweise früher schlafen gehen, aber hey. Oh, und da sollte die vielleicht gesäubert werden. Level 5 der Fitnessfähigkeit, nice. Dann wird sie bestimmt befördert, wenn sie dann zur Arbeit geht. Wir müssen mal gucken, ob das hier, dieses Herdfeld, was auch immer, ob das funktioniert. Weil ich hatte das jetzt in meiner privaten Legacy-Challenge, dass das hier nicht funktioniert hat, dass halt nur die normalen funktioniert haben. Wir warten es einfach mal ab. Ansonsten muss ich halt das und das verkaufen und dann kaufen wir dafür einen richtigen Herd. Ich meine, das Geld dafür haben wir auf jeden Fall. Kann sie aufhören, immer diesen Bär zu verprügeln? Was ist ihre Mission? Gefühl der Unsicherheit. So, wenn du Langeweile hast, dann kannst du danach auch nochmal joggen gehen. Das ist kein Problem. Herummarschieren, das sehe ich dich. Oh mein Gott, wieso ziehst du dich um? Warum? Wieso schwimmst du mit deinen Militärsachen? Das macht ja keinen Sinn. Ja, und sie kann sich soweit, denke ich, Bett fertig machen. Dann verwendet sie jetzt halt dieses dumme Klo mit diesem dummen Streich, ey. Egal, dann hat Sky auf jeden Fall was danach zu tun. Und du gehst dann nach Haiern. Ganz ehrlich, verkauft das jetzt einfach neu. Wieso muss ich das jetzt zweimal bezahlen? Das macht gar keinen Sinn. Why? Egal. Wir haben ja das Geld. Was ist mit ihr? Sich erdrückt fühlen? Sich gefangen fühlen? Das ist nicht so gut. Sie hat Angst vor Wasser. Das ist nicht so gut. Eigentlich müssten wir Sky auch schlafen lassen, ne? Wegen der Vampirenergie. Ach ja, ich hab's schon wieder fast vergessen. Aber egal, immerhin werden ihre Bedürfnisse dann alle erfüllt. Viel Spaß, Girl. Ich denke mal, dass die Bedürfnisse dann immer aufgefüllt werden, damit die Sims nicht sterben, nur weil sie jetzt besessen sind. Das wäre, glaube ich, das wäre nicht so schön. So, und du gehst auf jeden Fall zur Arbeit und sie haben wir schon in Rente geschickt, ne? Wir haben auf jeden Fall noch Essen da. Das ist gut. Weil so lange, wie wir nichts kochen müssen, müssen wir auch keinen neuen Herd kaufen. So, genau. Sie hat Geld bekommen und Sky ist zur Arbeit. Sehr schön. Gemein zu Sky sein, weil in der Nähe eine romantische Beziehung ist. Also, normalerweise, wenn ich in einer romantischen Beziehung bin, bin ich nicht gemein zu meinem Partner. Aber was weiß ich schon. Kann sie aufhören, diesen dummen Bären zu schlagen? Oh mein Gott, Alter, was ist mit ihr? So, ihr Kind ist wach. Was ist mit dem Kind? Das Kind ist traurig. Vielleicht tröstest du einfach mal dein Kind. Wie wäre es, hier über Tag reden? Dann umarmen sie und dann... Okay, sie ist schon wieder glücklich. Aber egal, dann können wir ja noch sie kennenlernen. Das ist mein eigenes Kind, aber okay. Oh, sie sind gute Freunde geworden. Oh, lieb's. Als nächstes hätte sie auf jeden Fall Hunger. Deswegen können wir ihr zum Frühstück ein paar Cerealien geben. So, Tantiemenbericht. Sehr schön. Wie gesagt, das Geld brauchen wir halt eigentlich nicht. Aber egal. Kannst du bitte deine Tochter rauslassen, bevor du irgendwas anderes tust? Weil wir haben noch keine Einladung oder so bekommen. Ne? Sind ihre Freunde tot oder was da los? Nee. Hier ist Sam ist hier noch. Lara. Okay, also ich meine, das sind jetzt alles nicht unbedingt ihre Freunde. Aber Sam ja doch schon. Deswegen, Sam, ich würde halt erst nochmal neu rollen, wenn das halt mal abgeschlossen wäre. Aber sonst ruft halt einfach keiner an. Das ist auch irgendwie ein bisschen sad. Ja, dann kannst du gleich mal mit deiner Tochter ein bisschen spielen, weil dann geht ihre Bewegungsfähigkeit auch hoch. Juhu. Die heutige Post ist zugestellt worden. Wir haben Rechnung 2000. Das ist jetzt nicht so viel. Hi, Boy. So, danach zahlen wir natürlich unsere Rechnung und gucken, ob wir irgendwas in der Post haben. So, wie schaut's denn aus? Sie braucht auf jeden Fall Bewegung, Fantasie braucht sie nicht mehr, Kommunikation braucht sie noch ein bisschen.
Dann kann sie ja ein paar Mal ihr Bärchen umarmen. Und dann kann sie ja ein bisschen im Bällebad spielen. Yeah. Und sie hat sie die Rechnung bezahlt? Ja, anscheinend war sonst nichts mehr in der Post drin. Die Sonneneruption, so nahte. Okay, Girl. Sie sollte vielleicht duschen gehen. Level 3 der Kommunikationsfähigkeit. Ich liebe diese Bärchen. Damit geht diese Kommunikationsfähigkeit so schnell hoch, ne? Also das wissen wir ja schon seit der Baby-Challenge. Aber trotzdem. Während das Kind dann so draußen chillt, kann man ja auch mal ein bisschen rausgehen und schaukeln. Ne, damit dieses Kind hier nicht alleine ist. Was eine süße Mausi. Look at her. Sie kriegt einen Anruf. Wir haben noch über diesen Job geredet. Erinnerst du dich? Ich habe ihn bekommen. Aushilfe zum Tellerwaschen. Okay, wenn das dein Traumjob ist, go for it, aber. Okay, Level 3 der Bewegungsfähigkeit. Supi, geh bitte auf Klo und hör auf, diesen dummen Bären zu schlagen. Geh weg. Es ist so dumm, wieso? Kann sie bitte aufräumen? Ansonsten brauchst du jetzt nur noch Denkfähigkeit. Sehr schön, dann kann sie ja auf jeden Fall hier ein bisschen mit ihren Bauklötzen spielen. Weißt du, dann wäscht sie halt nur den einen Teller, anstatt dass sie dann beiden nimmt. Nein, es wäre zu einfach. Yeah, Vorsatz umgesetzt. Sie wurde befördert und ist jetzt Stabsfeldwebel. 25 mehr die Stunde. Ja, ein Bonus von 1100. Adlerauge-Medaille, neue Kleider. Yeah. Kann sie bitte reinkommen? So, wir haben jetzt diese coole, ne? Yeah, 5 Medaillen. Woohoo. Aber, kann sie bitte reinkommen? Sie stirbt gleich. Wie viele Freunde hat sie? Sie hat doch schon ein paar Leute, die sie kennt, aber irgendwie keiner so richtig gut, ne? Also Markus könnte uns noch irgendwie einladen, Jess eventuell. Okay. Ja, okay, so richtig Freunde hat sie jetzt auch nicht großartig. Aber wir können es ja einfach ein bisschen herausfordern und jetzt irgendwie Markus eine kokette SMS? Nee, eine normale SMS schicken, weil manchmal laden die einen dann ein. Also es ist schon ungewöhnlich, dass wir hier gar nicht angerufen werden. Normalerweise wird man 24/7 angerufen. I don't know, das ist schon komisch. Deswegen, SMS, was ist mit dir? Sie möchte Carla küssen. Den Wunsch können wir ihr auf jeden Fall erfüllen. Aber sie muss reingehen dafür. Weil sonst eskaliere ich gleich komplett, Girl. Kann sie bitte einmal meditieren? So, dann kann sie ja Jess vielleicht nochmal schreiben, hier SMS schicken. Ich will ja keine kokette SMS schicken, weil das gehört sich hier nicht, ne? Und hier Felix eventuell auch. Irgendwer wird doch wohl mal hier antworten, Leute. So, und dann kann sie ja ihre Frau trotzdem küssen. Weil das ist ihr Wunsch. Hier ein Festival. Bestimmt möchte dann mit mir dahin. Komm. Es ist so ungewohnt, dass hier keiner nach irgendwas fragt. Normalerweise fragen die nach 3 Sekunden. Wirklich. Oh, sie wird angerufen. Sie wird angerufen. Ja, Sam Shandy. Shandy, doch. Fragt, ob er sich zu ihm rüberkommen und abhängen möchte. Ja, das war tatsächlich unsere Aufgabe. Wir können ja nebenbei schon mal neu rollen, weil es ist ja der nächste Tag und so. 47. 47 ist erste Kugelfisch-Nigiri. Oh, oh nein. Ist der gerade gegangen? Nicht mal er hat Bock auf uns, Alter. Was ist das hier für ein Haus? Das sieht. Also. Hä? Das ist jetzt irgendwie. Also, sieht ein bisschen traurig aus, oder? Sehe das nur ich so? Wir haben aber die Einladung angenommen. Wenn er geht, können wir da jetzt auch nichts für. Wir können diesen Typen hier einladen und mit ihm essen gehen oder so. Und dann versuchen wir. Ich habe ja irgendwo, glaube ich, ein Restaurant platziert, oder? Also sollte ich zumindest. Eine Dingenspraxis. Habe ich nicht irgendwo was platziert gehabt? Zum Essen gehen? Da. Bessies Diner. Ob man jetzt im Diner Kugelfisch. Weil das Ding ist, Kugelfisch Nigiri kommt ja nicht immer. Nehmen wir halt Sky mit, weil irgendwie kein anderer hat Bock, okay? Auf jeden Fall, Kugelfisch Nigiri, dieser Stand, der ist halt nicht immer da, wo er steht in Samaishono. Und bevor wir da jetzt wie blöd rumsuchen, würde ich halt das jetzt einfach dann also zu der Custom-Karte da hinzufügen. Und dann bestellt Carla das. In der Hoffnung, dass sie daran nicht verreckt war. Das wäre absolut traurig. Ich hoffe, dass das Restaurant funktioniert. Aber es sieht tatsächlich ganz gut aus. Ich würde aber jetzt erstmal in das Custom-Menü gehen. Wieso auch immer die Kugelfisch-Nigiri anbieten sollten.
Es ergibt null Sinn. Hier, eine Speisekarte bearbeiten. Kugelfisch Nigiri. Achtung, der Verzehr von Kugelfisch Nigiri geringer Qualität kann fatale Folgen haben. Ich will nicht. Aber egal, wir machen es jetzt. So, dann gehen wir wieder in den Live-Mode. Und dann bitten wir um einen Tisch. Kann sie bitte schnell gehen? Ich möchte nicht, dass sie verbrennt. Bitte. Otaki hat die meisten Stimmen. Okay, das ist gut. Otaki ist gut. Das ist voll runtergekommen. Dieses Diner. Waren wir hier schon mal? Ich weiß gar nicht mehr. Hi. Wer ist sie denn? Sie sieht irgendwie voll cool aus. Die Main. Okay. So, dann kriegen wir jetzt unseren Tisch zugeteilt. Einen haben wir denn da? Katharina. Nee, Katrina. Katrina. Katharina, wie komme ich denn auf Katharina, Digga? Was ist mit mir los? So, und ihr zwei Hübschen könnt dann direkt bestellen. Und ihr bestellt euch einfach mal beide ein Malzbier-Float. Und es gibt Kugelfisch-Nigiri für Carla. Weil das Ding ist, wenn ihr euch jetzt fragt, okay, man könnte jetzt auch das herausfordern und sagen, ja, Sky, mach das. Das Ding ist, Carla stirbt bald. Und Sims können erst ab Teenager alleine leben. Und so. Carla stirbt sowieso bald. Und wenn Sky jetzt durch dieses Kugelfisch-Nigiri sterben sollte, dann hätten wir halt die Legacy verkackt, weil wir nicht weiterspielen können. Und das möchte ich halt schon verhindern, bin ich ehrlich. So, hier. Sky gönnt sich jetzt eine leckere Obsttorte. Wenn sie eh schon nicht so oft essen kann, dann kann sie sich jetzt auch mal was Leckeres gönnen. Hat sie irgendwelche besonderen Wünsche? Sie möchte einen Witz erzählen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Hier, sprich mit deiner Frau. Also, fast Frau. Hier, ein Insider-Witz. Let's go, Girl. Jetzt sitzt sie da hinten, ey. Oh, mein Nachbarn hat erzählt, dass man von Tees... Achso. Ja, wir haben aber unsere letzten Dings schon angenommen und wir sind jetzt hier gerade beim Essen. Deswegen haben wir leider keine Zeit für dich. Aber es hat trotzdem ewig gedauert, bis wir hier mal einen Anruf bekommen haben. Also es ist schon krass gewesen jetzt. Unnormal, sage ich dazu nur. Oh, sie redet über Brüste. Super. Wieso wünschen die sich eigentlich 24/7 irgendwas zu kaufen? Bienenkiste, Alter. Geht weg. Ja, ein normales Leben zurückdenken. Wäre doch auch mal eine Idee so. Oh mein Gott, sie läuft hier erstmal halb nackt rum. Let's go. Ist das nicht... Nee, das ist unser Tisch, ne? Ja. Ich dachte gerade so, hä? Oh, er hat keine Hose an. Läuft bei ihm, ey. Ich hoffe, dass das mit dem Essen klappt. Weil sonst wird das schwer, an Kugelfisch-Nigiri zu kommen. Oh, da ist so ein Süßigkeitenspender. Irgendwie kocht hier keiner. Das ist nicht so gut. Hallo, bitte. Ich weiß halt nicht, wer ist denn hier der Koch? Du bist der Koch. Dann koch mal schön. Wenigstens mein Kugelfisch-Nigiri, alles andere ist mir egal. Aber das brauche ich, um meine Challenge hier zu überstehen. Karl hat vorhin das im Müllcontainer gefunden. Warum? Oh, unser Essen ist da. Hier, Obsttorte essen, trinken. Kugelfisch-Nigiri normal. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh mein Gott, ich habe so Angst. Ich möchte nicht, dass sie stirbt. Ich habe so Angst, Leute. Das wäre so schlimm, ne? Naja, sie kann nicht mit Stäbchen umgehen, das habe ich mir schon gedacht. Sie hat gerade geteepost im Hintergrund, das ist auch sehr schön. Bitte, bitte stirbt nicht. Es ist schon schlimm genug, dass sie bald von uns geht, aber warum? Ich meine, ich hab mir diese Punkte ja selber ausgedacht, ne? Aber trotzdem, das macht jetzt auch nicht besser. Ich will nicht, dass sie stirbt. Bitte. Sie hat es nicht verdient. Sie wünscht sich noch freundlich zu Sky zu sein und sie möchte ein Techtelmechtel. Oh, herzlichen Glückwunsch, sie kann jetzt Kugelfisch-Nigiri machen und sie scheint nicht zu sterben. Gott sei Dank, ey. Ich wäre mit verreckt einfach, wenn sie verreckt wäre. Ich weiß nicht, ob du bei normaler Stufe schon sterben kannst, aber... Bei ausgezeichnet glaube ich nicht. Aber halt... Ich weiß nicht, ich glaube bei normal kannst du auch schon sterben. Deswegen... Ja. Wir gehen jetzt einfach. So, Carla ist sehr müde. Deswegen geht sie direkt Haya machen. Ihr geht es ganz gut. Sie sollte trotzdem schlafen gehen. So, und sie versucht schlafen zu gehen. Sie wird eh wieder geweckt durch die Besessenheit. Ja, da ist sie auch schon wieder wach. Die wird jetzt jeden Moment besessen sein, ja. Ich wusste es, ey. Ich hate es. Nicht mal ein normales Leben kann sie führen. Aber sie wird in ihrem Leben auch nicht mehr normal werden. Leider.
Also, weil man müsste halt wirklich diese Storyline spielen und diesen Impfstoff dann entwickeln und so. An sich ist es, also es hat mir auch Spaß gemacht, das zu spielen und so. Wir haben das ja auch in einem Let's Play behandelt, die Strangerville Story. Aber trotzdem, ich bin ehrlich, das ist jetzt halt einfach nicht so das, was ich jetzt unbedingt nochmal machen würde, vor allem, weil vor diesem Projekt kam mir das Strangerville Let's Play. Also es wäre jetzt direkt danach quasi nochmal dasselbe, in Anführungszeichen. Und das, finde ich, muss halt einfach nicht sein. Sie ist sie wieder normal. Dann kann sie noch ein bisschen herummarschieren. Also wenn ihr wissen wollt, wie man diesen Impfstoff herstellt, um nicht mehr besessen zu sein, dann schaut euch doch das Strangerville Let's Play an. Also diese Playlist dazu findet ihr auf meinem Kanal. Fand ich eigentlich auch ein sehr schönes Let's Play. Bin ich ehrlich. So, mein Girl soll jetzt mal bitte mal nach Hause kommen, bitte wieder. Nein, hör auf. Mach kein Chaos. Nein. Haben wir noch irgendwas zu essen hier? Oh, wir haben sogar noch Eis. Geil. Obstkuchen. Wir haben voll viel hier, Grillkäse. Gönn dir. Kann sie bitte schneller rennen? Und dann kann sie bitte noch amenitieren. Ich habe einfach so Schiss, dass sie stirbt. Das wäre einfach so schrecklich. Weil dann, ja. Könnten wir auch gleich aufgeben. Bin ich ehrlich, ey. Sie kann ja mit ihrer Mom einfach ein bisschen Flashkarten üben. Ist auch süß, wenn die das zusammen lernen. So, Sky muss nämlich jetzt auch schon wieder zur Arbeit. So, und ich denke, dann im nächsten Part wird dann wahrscheinlich schon der Geburtstag von Moon anstehen. Dann wird sie zum Kind. Bin ich sehr gespannt, bin ich ehrlich. Also, ich freue mich da drauf. Weil so beim Kind ist es so das erste Mal, dass man halt so richtig so diese Eigenschaften sieht beim Kleinkind. Sie sehen sich ja schon doch relativ ähnlich alle. Aber wenn die so Kind werden, dann sieht man so zum ersten Mal, in welche Richtung sie halt optisch gehen. Und das ist halt sehr schön. Sim Shandy ruft an und möchte Sky Rune, ich habe vor, Zeit zusammen zu verbringen. Soll ich mich wirklich darauf einlassen? Ich glaube, sie ist ja auch eifersüchtig und so. Ich glaube, sie würde sagen, um ehrlich zu sein, ich bin mir nicht sicher. Deswegen würde ich das einfach sagen, weil sie ist halt so, aber es ist halt meine Frau so. Also auch wenn es jetzt natürlich jetzt nur freundschaftlich bezogen ist, aber trotzdem, ich denke, sie würde sagen, um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht sicher. So, ich bin, wie gesagt, sehr gespannt darauf, wenn dann das neue Kind, also das neue Kind, wenn Moon zum Kind wird. Es wird sehr, sehr cool, bin ich ehrlich, aber dann gibt es auch wieder ein Umstyling. Wir sind schon wieder, also ich bin schon wieder richtig bereit dafür. Also ich meine, dann war sie jetzt drei Parts oder so, war sie ein Kleinkind. Finde das sogar für eine kurze Lebensdauer geht's eigentlich fit, oder? Ich meine, wir spielen ja meistens so 2, maximal 3 Tage. In einem Part geht schon. Ja, und jetzt würde ich dann den Part auch beenden. Während die beiden hier noch schön ihre Flashkarten üben. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es denn hier weitergeht. Und ja, ich hoffe, wir sehen euch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!